Die Analyse ist ein wichtiger Bestandteil von unserer Arbeit und ein wichtiger Bestandteil im modernen Fußball. Servus, ich bin der Eni Majic, bin Co-Trainer bei Red Bull Salzburg und habe immer wieder die Aufgabe, dass ich den Gegner analysiere und unser eigenes Spiel nachbereite. Heute gibt es aus dem Trainingslager eine kleine Analyse zu unserem letzten Spiel gegen Slavia Prag. Das ist Ihr linker Außenverteidiger bei den meisten Mannschaften. Will er jetzt dort drinnen bleiben? Hier geht er mit dem Xaver mit aus, der bei uns im Mittelfeld spielt. Sie haben hier einen auf unserem Sechser, Sie haben hier einen, hier einen, hier einen. Also Sie haben eigentlich auf dem ganzen Feld Manndeckungen. Sie spielen dadurch auch sehr riskant hinten, 1 gegen 1 hinten, also in dem Fall 3 gegen 3. Aber haben natürlich sehr viel Druck und wir haben eigentlich nicht die Möglichkeit, flache Pässe da zu spielen. Und da sehen wir, wie extrem das war. Wir spielen jetzt den langen Ball vom Zitz. Und Ihr Außenverteidiger ist da mitgelaufen mit Xaver, weit nach vorne. Das macht fast keine Mannschaft so. In der Situation machen wir es gar nicht so schlecht. Der Xaver zieht er mal aus. Wir wollen dann eigentlich zulaufen, damit da Räume aufgehen, damit man Chip oben drüber über dieses Passing spielen kann, über diese Mannorientierungen und dann in den offenen Raum kommen und von dort diese Gleichzahl hinten bestrafen, weil die einfach sehr riskant ist. Sie verlieren da das Duell und dadurch haben sie eigentlich hinten 2 gegen 2, wo wir auch Probleme gehabt haben. War die Boxbesetzung in der ersten Halbzeit. Wir spielen jetzt den Ball rein und sie haben es aber geschafft, dass sie schneller wieder Spieler in ihrem Strafraum haben, als wir das geschafft haben, dass wir das im Attackieren können. Patzer als Flügelstürmer kommt entgegen, ihr Außenverteidiger ist mit dabei. Aus dem Mittelfeld geht der Sladi tief und sie haben dann schon Probleme, wer übernimmt wen. Durch das, dass wir dort 3 Spieler in der letzten Linie gehabt haben in der zweiten Halbzeit, haben sie sich schwer daran, dass sie rausgehen auf unsere Mittelfeldspieler. Jetzt geht das Ladi tief. Sie wissen nicht, wer wen übernimmt. Der Patzer geht vorher und diese gegenläufigen Bewegungen, diese Positionswechsel sorgen dann dafür, dass immer wieder Löcher entstehen, dass sie Zuordnungsprobleme haben und wir nach vorne kommen. Da sieht man es eigentlich ganz gut. Sie versuchen wieder am Mann zu sein. Jetzt dann sind sie hinten schwerer, weil wir da Flügelstürmer haben. Unsere Achter sich gut bewegen in den Rücken von ihnen. Geht weiter die Szene. Wir spielen über. Der Albert als Innenverteidiger macht es sehr gut. Geht jetzt anribbeln, Stopp. Earl, unser Neuzugang aus Norwegen, bewegt sich gut, kommt entgegen. Sie haben mit den Mannorientierungen das Thema, wer geht mit raus, wer bleibt drinnen. Und da geht jetzt der Sladi als Achter in diese Lücke im Rücken vom Innenverteidiger. Der hat den nicht am Schirm, weil er natürlich zum Ball schaut. Er spekuliert auf Abseits, weil er eher auf den Fedi und auf den Earl schaut. Und wir nutzen das gut aus, indem wir da tief gehen, indem wir den Raum dahinter nutzen. Und jetzt haben wir eigentlich kurz Stopp in einer 3 gegen 3 Situation in der Box, die einfach durch diese sehr riskante, aber körperlich sehr aggressive, taktisch sehr unangenehme Spielweise mit diesen extremen Anwendungen entsteht. Szene geht weiter. Er übersägt seinen Mann. Das ist auch immer wieder eine Gefahr bei dieser Manndeckung. Und wir kommen zum Siegtreffer. Ja, ich hoffe, dieser kleine Einblick hat euch gefallen. Das heißt, was das ziehen können, ohne dass vielleicht gewisse andere Leute zu viel das ziehen können. Und ich verabschiede mich jetzt zur Trainingsplanung und vielleicht sieht man sich bald wieder.